nach dem Abitur des quasi zweiten Bildungsweges hätte ich beinahe Landwirtschaft studiert. Bei der Wirtschaftswissenschaft ist es dann geblieben. Nicht, dass ich das jetzt bereuen würde, weil es ist klar, jeder Beruf wurde und wird zur Hölle gemacht. Und zwar nicht nur von gegenwärtigen Ampeln, sondern von allem, was vorher war. Und es geht nicht nur darum, die Ampel loszuwerden, sondern auch alle Farben, aus denen sie sich zusammensetzt. Auch die Scheinopposition, vertreten durch die C-Parteien, erweist sich hier als eine Scheinopposition, wie in allen anderen Sach- und Fachbereichen auch. Seit Jahren und Jahrzehnten wird die Landwirtschaft bestimmt von Brüssel, wo nicht nur die Bauernverbände, die von der CSU, CDU bestückt werden, sondern auch deutsche KommissarInnen, PräsidentInnen ihr Unwesen treiben. Alles nicht im Sinne des deutschen Verbrauchers, des deutschen Unternehmers, sei es nun Landwirt oder sei es Kleingewerbetreibender, all das muss weg. Und es darf nicht sein, dass man sich mit Teilamputationen zufrieden gibt.